Immer öfter, immer bösartiger wird im Internet gepöbelt. Es wird beleidigt und verletzt. Ich bin hässlich, ich kann nicht schreiben, ich habe den falschen Beruf, ich bin eine blöde Schlampe, ich gehöre in den Arsch gefickt. Alles, wenn alles auf einmal kommt, dann ist das nichts, was eine Person an einem Tag ertragen kann. Es wird gezielt versucht, die Würde eines Menschen kaputt zu machen. Ich wurde im Internet neu geschaffen mit meinem Bildmaterial. Also meine Fotos, meine Informationen aus dem Internet wurden genommen, um einen Kriminellen ein Zerrbild unglaublicher Art und Weise von mir zu schaffen. Oder die politische Meinung zu beeinflussen und Journalisten anzugreifen. Ich habe das alles gelesen, jeden Tag, habe versucht zu verstehen, wer ist das, der mich da angreift, beleidigt, bedroht, mich mit einer Prostituierten vergleicht, eine bezahlte CIA-Hure. Beschimpfungen im Netz treffen Unternehmen, Institutionen, Menschen. Oft unvermittelt, ohne Vorwarnung. Was passiert mit den Betroffenen, wenn eine Hasswelle über sie hereinbricht? Wie entstehen diese digitalen Feldzüge? Wann sprechen wir überhaupt von einem Shitstorm? Herzlich willkommen bei unserer Shitstorm-Simulation heute. Wir teilen uns gleich auf in eine Gruppe, die die Verteidiger sind, nämlich das Unternehmen, und eine weitere Gruppe, die die Angreifer sind. Sie setzen das Unternehmen richtig unter Druck und zeigen, was es bedeutet, tatsächlich, wenn ich einen Shitstorm selber verursache oder eben als Unternehmen erleben muss. Ein Loft in Düsseldorf, ein Online-Krisenexperte, eine Gruppe von Studierenden. Für uns simulieren sie in einem Training einen Shitstorm, um zu verstehen, welche Mechanismen dahinter stecken. Die Studierenden werden in zwei Gruppen geteilt. Die Verteidiger, das fiktive Lebensmittelunternehmen namens Q, und die Angreifer. Eine Angreiferin postet auf der Internetseite des Unternehmens eine saftige Beschwerde wegen eines verschimmelten Joghurts. So, was haltet ihr hiervon? Geht gar nicht. Der Post wird innerhalb weniger Minuten vielfach kommentiert. Alles simuliert, aber sehr realitätsnah. Für beide Seiten. Ich muss mir das jetzt auch erstmal alles durchlesen. Diablo hat eben geschrieben, krass, mein Kuhjoghurt, den ich letztens gekauft habe, war auch total verschimmelt. Es kommen immer mehr Postings und immer mehr Fotos, ja, mit verschimmelten Joghurtbechern. Ich habe gedacht, es wäre ein Einzelfall, ist es aber wohl nicht. Verkauft ihr öfter Schimmeljoghurt? Weil Unternehmen immer wieder im Netz unter Beschuss geraten, gibt es inzwischen Agenturen, die bei Online-Krisen einspringen. Oder Firmen darauf vorbereiten, zum Beispiel mit einem Simulationstraining wie diesem. Damit sie einen Notfallplan in der Schublade haben, um im Ernstfall angemessen und vor allem schnell reagieren zu können. Die Grundvoraussetzung für einen Shitstorm ist, dass es sich um einfache Themen handelt. Die müssen nachvollziehbar sein. Da muss es eigentlich moralisch ganz deutlich schwarz und weiß geben. Wenn es nachvollziehbar, einfach ist, gut und böse, in diesem Augenblick habe ich die richtigen Zutaten für einen Shitstorm. Der Begriff Shitstorm hat sich in der deutschen Sprache mittlerweile eingebürgert. 2011 wird Shitstorm zum Anglizismus des Jahres gekürt. Und zwei Jahre später nimmt es auch der Duden auf. Shitstorm. Entrüstungssturm mit Beleidigungen in einem Internetmedium. Shitstorms sind natürlich ein Phänomen unserer vernetzten Welt. Das heißt, ich bin heute präsent auf allerlei Social-Media-Kanälen wie Facebook, wie Twitter. Dann gibt es Foren, wo ich etwas schreiben kann. Es gibt Kommentarfunktionen unter Zeitungen. Das heißt, das Internet ist voll von Verbindungen einzelner Plattformen. Ich bin überall präsent.
Informationen gelangen von einem zum anderen in rasender Geschwindigkeit. Alle sozialen Netzwerke sind darauf ausgelegt, Informationen möglichst einfach zu teilen. Und das allein schon, die technischen Möglichkeiten führen dazu, dass wir eine irrsinnige Dynamik im Internet haben. Knapp 80% der Haushalte in Deutschland haben Internetzugang. Das sind 56 Millionen Menschen. Ein Drittel der Zeit im Internet verbringen sie mit Kommunikation. E-Mail schreiben, bloggen, posten auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. Ein Shitstorm verbreitet sich vor allem über diese sozialen Medien. Und zwar rasend schnell, weil Millionen über Gruppen miteinander verbunden sind. Treffen kann es fast jeden. Es gibt viele Menschen, die von anonymen Rufmördern fertig gemacht wurden und werden. Can you feel it? Bianca Echtermeier fand es lustig, dass erwachsene Männer auf Skateboards durch die Gegend fahren, und schrieb im November 2012 eine Glosse in Brigitte.de. Etwas überspitzt, aber harmlos, würde man meinen. Die Skater-Communities aber fanden es überhaupt nicht lustig. Hallo. Morgen. Na, alles gut? Und dir auch? Ja, schön. Wunderbar. Ich bin aus der Mittagspause zurückgekommen, habe unter dem Artikel geguckt und es waren schon 1000 Kommentare darunter, was sehr viel war für damalige Verhältnisse vor allen Dingen. In dem Moment habe ich halt gewusst, das ist nichts, was normal ist. Also das geht über das, was ich vorher kannte, einfach total hinaus. An Echtermeiers Glosse »Erwachsene Männer, die Skateboard fahren, steig ab, Mann« entfachte sich ein Shitstorm, wie ihn das deutsche Web noch nicht erlebt hatte. Es kam nicht ein Kommentar, wie normalerweise so in kurzer Zeit wird dann ein Kommentar, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste. Das war wirklich so, es kam wuff, wuff, wuff. Es kamen wirklich 100 Kommentare pro Sekunde. Es rasselte auf uns ein. Auf Facebook und Twitter, Kommentarseiten, Blogs und auf eigens geschaffenen Websites hagelte es Beschimpfungen, sexistische Hasskommentare, Morddrohungen und Vergewaltigungsaufrufe. Noch am selben Abend verkauften Online-Shops T-Shirts, Buttons, Tassen und Pullover mit der Aufschrift »I love Bianca«. Unzählige Fotomontagen wurden gebastelt, um die Journalistin öffentlich niederzumachen. Wenn man auf einmal so im Mittelpunkt steht und so in einem so einem Hassmittelpunkt, das war tatsächlich so, wie man sich vielleicht früher so eine Hexenverfolgung oder sowas vorstellen konnte, dass man auf einmal auf so einem Scheiterhaufen steht und von allen Seiten kommt es an und dann ist es eigentlich auch egal, ob es virtuell ist oder ob es real ist. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schon alleine der Slogan des Artikels lässt daraus vermuten, dass Bianca ein wirkliches Problem mit ihrem Leben und der Männerwelt hat. Ich weiß nicht, vielleicht wurde sie irgendwie früher nicht richtig durchgepoppt oder keine Ahnung. Es ging bei dem Shitstorm darum, mich als ganze Person zu zerstören. Es ging darum, ich sollte meinen Job verlieren, ich sollte mein positives Körperbild verlieren, ich sollte meine Sexualität irgendwie nicht mehr spüren, ich sollte nicht mehr ich sein, ich sollte eine zerstörte Person sein. Und das finde ich das Perverse letztendlich an Shitstorm, dass man eine Person komplett, also im Prinzip töten will. Bianca Echtermeier brach unter dem psychischen Druck zusammen. Sie traute sich nicht mehr nach Hause und übernachtete bei ihrer Kollegin Julia. Sie musste eine Auszeit nehmen. Auch die Online-Redaktion der Brigitte war mit dem Management des Shitstorms überfordert. Natürlich war die sexuelle Gewalt sehr schlimm, aber wenn ich ehrlich bin, war für mich das Schlimmste, dass Leute dazu aufgerufen haben, dass ich mich umbringen soll. Und so auch mit so einem Grinsen im Gesicht, kann ich ja nicht sagen, weil es wurde ja aufgeschrieben, aber mit so einer Leichtigkeit. Also
dass die halt geschrieben haben, oh, morgen steht bestimmt in der Zeitung XY, dass sie sich umgebracht hat. Und dann so, hihi, das ist ja lustig. Also ich muss sagen, das war für mich eine der schlimmsten Sachen, dieses, wo ich denke, wegen so einer kleinen Glosse jemandem den Tod zu wünschen und auch sich noch darüber lustig zu machen, das war tatsächlich einer der Sachen, die mich am härtesten getroffen haben, wo ich das einfach auch nicht verstehen konnte. Wenn der Hass im Netz ahnungslose Menschen trifft, dann führt dies oft zu irreparablen Schäden. Dorothee Scholz ist Psychologin und betreut Opfer von Shitstorms. Die Verbalattacken im Netz sind definitiv Gewalt. Und zwar schon teilweise massive psychische Gewalt, die tatsächlich auch seelische Schäden anrichtet. Bis hin zu psychischen Erkrankungen. Also was da tatsächlich passiert mit den Menschen, ist nicht zu unterschätzen. Und oft wird ja auch gesagt, körperliche Gewalt ist die massivere Form. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass die mindestens gleichwertig nebeneinander stehen. Und dass auch Menschen in Studien angeben, dass sie lieber körperliche Gewalt erfahren als psychische Gewalt. Also Menschen, die im Netz gemobbt wurden oder solchen Attacken ausgesetzt waren, haben sich zum Teil auch umgebracht. Das ist ganz schwer zu ertragen, weil letztendlich auch der Kern des Menschen angegriffen wird. Also der Selbstwert, die Identität, das wird tatsächlich in Frage gestellt. Verbale Gewalt im Netz löst Angst, Wut und vor allem Hilflosigkeit aus. Die Betroffenen haben das Gefühl, dass sie sich nicht wehren können. Die Aggressoren sind nicht greifbar. Das Mitmachen ist einfach. In der Regel genügen ein paar Mausklicks. Und man muss sein Gesicht nicht zeigen. Das Netz grundsätzlich ist nicht böse, sondern erstmal neutral, aber es beinhaltet Mechanismen, die eine Enthemmung, könnte man sagen, auslösen im sozialen Verhalten. Also das, was normalerweise sich im Alltag nicht geleistet wird, weil es sofort sanktioniert wird von der Umwelt. Also massive Beleidigungen, Drohungen, Entwertungen, solche Sachen würden ja in alltäglichen Diskussionen weniger auftauchen, weil das Umfeld sofort etwas sagen würde. Die Simulation des Shitstorms mit den Düsseldorfer Studierenden läuft seit 2 Stunden. Und die Angreifer des fiktiven Unternehmens haben sichtlich Spaß in ihrer Rolle. Im Netz traut sich mancher, was er oder sie sich sonst nicht trauen würde. Hier ist ein richtig schönes, großes Skandalbild. Ja. Ich kommentiere den Post auch mal. Geht gar nicht, was soll das? So viel Zeit. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Die Angreifer bombardieren die Facebook-Seite des Unternehmens. Inzwischen haben sie auch fiktive Gruppen gegründet. Kuhjoghurt jetzt mit neuer Geschmacksrichtung. Schimmel, jetzt probieren. Soll man auf sowas antworten, oder? Aber vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, mal ein allgemeines Statement abzugeben, bevor das jetzt hier immer mehr wird. Die Verteidiger sind gestresst. Die Simulation eines Shitstorms löst ähnliche Gefühle aus wie in der Realität. Die Grenzen zwischen Darstellung und Wirklichkeit verschwimmen. Ganz wichtig ist, sie entschuldigen sich die ganze Zeit. Ja? Das heißt, sie nehmen jedes Mal eine Kritik an. So, und nehmen die auch so, wie die formuliert worden ist. Aber wer weiß, woran es jetzt genau gelegen hat? Wer weiß auch, ganz ehrlich, ich sehe das jetzt nur gerade auf diesem Bild, ob das überhaupt Ihr Joghurt ist, von Ihrer Firma ist. Schauen Sie, dass Sie nicht sich permanent wiederholt entschuldigen, sonst bewegen Sie sich in einer Entschuldigungsschleife sozusagen. Oh Gott. Schimmel ist ja wohl das kleinste Problem, Leute. Was ist mit den Kühen? Schon mal daran gedacht, Kuh gleich Tierquäler. Jeder, der Fleisch, Joghurt etc. isst, macht sich schuldig, Veganer forever. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Also Tiermörder. So langsam wünsche ich mir echt die ganzen Bilder mit dem verschimmelten Joghurt zurück. Was ist das denn jetzt? Gott, habt ihr das gesehen, das Video? Das ist echt eklig. Ich weiß überhaupt nicht, wie die so schnell darauf gekommen sind. Wir waren gerade noch bei Schimmel im Joghurt.
man kommt überhaupt nicht hinterher. Es ist einfach so, man möchte ja antworten, man möchte auch vernünftig antworten und sachlich bleiben, aber es überschwemmt einen einfach. Ich kann das nicht mehr beurteilen, was uns da vorgeworfen wird, weil ich stehe gerade nicht im Stall, wo möglicherweise angeblich die Tiere gequält werden. Wie soll man das alles jetzt überhaupt noch eindämmen, weil die sich ja aneinander hochrangeln und es immer wüstere Beschimpfungen und Vorwürfe werden. Von daher. Unternehmen haben Kommunikation und Marketing in den sozialen Medien massiv ausgebaut. Aber hier trifft sie auch der Zorn der Verbraucher sehr direkt. Nach missglückten Werbeanzeigen, falschen Lieferungen, Fehlbuchungen oder Verspätungen. Gerade in den Anfängen der Online-Präsenz waren die Unternehmen damit überfordert. Reagierten falsch oder zu langsam. Die Deutsche Bahn, ein Unternehmen, das gerne unter Beschuss genommen wird, ist seit 2011 auf Facebook und Twitter präsent. Ein vielgenutztes Angebot. Bis zu 2000 Posts und Tweets bearbeiten die Mitarbeiter pro Tag. Oft sind es Fragen, die schnell beantwortet werden können. Zur Bahncard, der schnellsten Verbindung oder zum Rezept der Linsensuppe im Speisewagen. Aber nicht immer verhalten sich alle angemessen und respektvoll nach den Benimmregeln des Netzes, der sogenannten Netiquette. Ab und an lassen Leute auch richtig Dampf ab, wenn zum Beispiel ein Zug ausgefallen ist, klein Winter, ist das auch verständlich. Und das lassen wir aber auch bewusst zu. Wir wollen ja auch diese Social-Media-Kanäle so als so eine Art Blitzableiter einsetzen. Also die Leute können wirklich sagen, okay, das hat mir nicht gefallen. Und solange sie sich an unsere Netiquette halten, ist das auch okay. Andreas Fuhrmann, stellvertretender Sprecher Personenverkehr bei der Bahn, betreut das Twitter- und Facebook-Team von Anfang an. Die Mitarbeiter sind geschult im Umgang mit Beschwerden. Wer unter der Gürtellinie postet, fliegt raus. Manchmal aber löst eine einzige Online-Reklamation einen Sturm aus. Im Sommer 2015 beschwerte sich eine Kundin auf der Bahn-Facebook-Seite. Sie wollte eine Frau ohne Fahrkarte auf ihr Ticket als Begleitperson mitnehmen, doch die Schaffnerin lehnte ab. Die Internet-Community schrie auf. Natürlich war das dann entsprechend die Erregung im Netz, weil die Kundin hat das sehr lebhaft auch geschildert und gesagt, wie könnt ihr der armen Dame noch eine Fahrpreisnacherhebung aufbrummen. Und das ist halt der entscheidende Punkt, wir dürfen halt diese Unterschiede nicht machen. Und das zu erklären, das war dann halt die Aufgabe bei der Kolleginnen und Kollegen vom Social-Media-Team. An solchen Themen können sich natürlich dann auch Dialoge anknüpfen, die überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Sachverhalt zu tun haben. Da wird dann teilweise dann jeglicher Bahnärger mit in diese Posts dann reingehängt und damit entfernt sich das halt von dem ursprünglichen Sachverhalt. Auch da gilt einfach, im Rahmen der Netiquette sind solche Sachen auch möglich. Man kann halt Dampf ablassen, aber sollte das darüber hinausgehen, dann löschen wir auch mal einen Post, aber wirklich nur dann, wenn er gegen die Netiquette verstößt. Ob die Erregung im Netz zum Shitstorm oder zum Meinungssturm wird, ist eine Gratwanderung und liegt auch im Auge des Betrachters. Wenn Verbraucher im Netz professionell mobilisiert werden, können sie auf Missstände hinweisen und Druck auf Konzerne ausüben. Die Umweltorganisation Greenpeace startete 2010 eine internationale Kampagne gegen die Verwendung von Palmöl im KitKat-Schokoriegel des Lebensmittelherstellers Nestlé. Volker Gassner leitet die Abteilung Neue Medien. Der Startschuss für die Kampagne war ein Videospot, der weltweit gleichzeitig auf vielen YouTube-Kanälen online gestellt wurde. Wir versuchen hier die Verbindung von dem Schokoriegel KitKat zur Urwaldzerstörung in Indonesien zu zeigen. Er ist sehr zugespitzt, mit einer Botschaft, die sehr eindringlich ist. Das Video soll Emotionen erzeugen und die Leute sozusagen dazu bringen, sich bei Nestlé zu beschweren und zu sagen, das wollen wir nicht. Wir haben am Anfang diskutiert, können wir das machen? Können wir diesen Kampagnenspot so zuspitzen? Wir finden ja, das kann man in diesem Fall machen, weil sie müssen die Aufmerksamkeit erreichen. Aber die Fakten müssen stimmen, die Kampagnenbotschaft muss stimmen, damit Druck entsteht und tatsächlich auch eine Veränderung eintritt. Die Internet-Community reagierte mit einem Aufschrei. Das Video wurde innerhalb kurzer Zeit von 60.000 Menschen geklickt.
Doch zum Skandal wurde es erst, als Nestlé das Video mit juristischen Mitteln entfernen ließ. Als darauf Greenpeace Deutschland ein weiteres Video ins Web setzte, kaperten die Internet-User auch noch die Facebook-Seite von Nestlé. Das entscheidende Kriterium bei der Nestlé-Kampagne war, dass wir auch einen Plan hatten, wie wir die Leute in die Mobilisierung bringen. Das heißt, wir haben Bilder zur Verfügung gestellt, mit denen man aktiv sein Profilfoto bestücken konnte und dann auf die Facebook-Seiten von Nestlé gehen konnte. Und plötzlich haben sie ein Look and Feel einer Kampagnenseite gehabt, obwohl sie eigentlich auf einer Nestlé-Fanseite waren. Und dadurch war Nestlé sehr überfordert. Sie haben dann über eine Woche ihre Facebook-Seite mit über 750.000 Fans blind geschaltet und haben den Druck dadurch eigentlich eher erhöht. Greenpeace verknüpfte die Online-Mobilisierung mit Aktionen auf der Straße. Die Organisation baute vor dem Frankfurter Hauptsitz des Konzerns eine große Videowand auf und bespielte sie live mit Twitter-Kurznachrichten. Der globale Protest im Netz drohte die Marke KitKat nachhaltig zu beschädigen. Nestlé beendete die Zusammenarbeit mit dem indonesischen Palmölproduzenten. Für Greenpeace war es eine der erfolgreichsten Kampagnen. Ein sogenannter Meinungssturm, ausgelöst durch eine Online-Mobilisierung. Wir wollen einen Dialog auf Augenhöhe führen. Wir wollen über Probleme sprechen. Ein Shitstorm spielt sich unterhalb dieser Ebene ab. Bei einem Shitstorm geht es darum, andere Leute zu diffamieren, die Firma zu diffamieren, die Mitarbeiter zu diffamieren oder untereinander sich zu diffamieren. Das möchten wir nicht, das möchten wir vermeiden. Deswegen sind wir aktiv dabei, solche Meinungsstürme auch zu moderieren und auch zu sagen, hallo, wir wollen auf Augenhöhe diskutieren, es geht um die Probleme. Ein Shitstorm lenkt von den Problemen ab und ist für eine Organisation kontraproduktiv. Deswegen werden wir alles tun, dass wir keinen Shitstorm auslösen, sondern einen Meinungssturm. War für Nestlé die KitKat-Kampagne ein Shitstorm? Das Unternehmen wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Es hat aus dem Social-Media-Desaster gelernt und seine Abteilung neu aufgestellt. Wer aneckt, macht sich Feinde. Friedrich Müllen vom Verein Soko Tierschutz eckt an. Müllen filmt heimlich nachts in der Nähe von Massentierzuchtbetrieben. Das Nachtglas, das ist zwar ein sehr tolles bildstabilisiertes Glas, aber da ist das Nachtglas besser. Und macht die schockierenden Bilder öffentlich. Heute stattet Müllen einer Putenmastfarm in der Nähe von Augsburg einen Besuch ab. Unser Kameramann begleitet ihn mit einer Nachtsichtkamera. Ja, voll mit toten Puten. Und so sieht so ein Kopf aus. Von einer Pute mit Schwarzkopfkrankheit. Alles verkrustet. Eine einzige Wunde. Und das ist eine äußerst schwere Krankheit. Geh mal nah ran. Hier sieht man den verstümmelten Schnabel. Wie es bei allen zig 10 Millionen Puten, also 30 Millionen Puten in Deutschland, wird überall der Schnabel abgeschnitten. Man sieht ja, der Oberschnabel ist abgetrennt. Es wird bei den Küken gemacht. Und das ist auch, der Schnabel ist kein Fingernagel. Das ist ein durchblutetes, schmerzempfindliches Organ. Und das ist einfach nur illegal. In Deutschland wird aber millionenfach in jedem Putenbetrieb gemacht. Die Undercover-Recherchen von Soko Tierschutz bringen Missstände ans Tageslicht. Einige Geflügelmastställe mussten nach der Veröffentlichung solcher Aufnahmen schließen. Müllen macht sich mächtige Feinde. Die wiegen jetzt so um die 18 Kilogramm. Und vor 3 Monaten haben die noch ein paar Gramm gewogen.
nehmen jeden Tag teilweise 200, 300 Gramm zu. Das muss man sich mal vorstellen bei so einem kleinen Tier. Diese Arbeit und natürlich all dem, was daraus folgt, dass wir diese Informationen sehr sauber und journalistisch korrekt verwerten und dann auf eine professionelle Art und Weise an die Öffentlichkeit bringen, deswegen hassen uns diese Leute wie die Pest. Jeder Lobbyist, der sich mit ihnen an den Tisch setzt, jeder Tierschutzbonze ist denen lieb. Aber so Leute wie wir, die halt da bei Nacht und Nebel auch mal hingehen und einfach schauen, wie sieht die Realität aus und das dann allen Menschen zeigen, die wollen die, und solche Leute wollen die loswerden, ist ganz klar. Friedrich Müllen hat vor 3 Jahren den Verein Soko Tierschutz gegründet. Seit einem Jahr wird er systematisch im Internet diffamiert. Seine Person genauso wie seine Tätigkeit. Wenn ich meinen Namen eingebe, würde ich natürlich als erstes mal erwarten, dass meine persönliche Homepage auftaucht, friedrichmüllen.de. Aber momentan kommt auf Platz 1 gleich eine Seite, die mich schwerster Verbrechen bezichtigt, die mich in Misskredit bringen möchte, die Rufmord betreibt. Weitere Seiten folgen gleich auf der ersten Seite bei Google. Und meine persönliche Homepage findet Google zum Beispiel nicht. Stattdessen werden technisch versiert Anklagen über das Internet verteilt. Friedrich Müllen, ein Steuerbetrüger, Spendenabgreifer, Zuhälter und Lügner. Es begann mit Beschuldigungen auf Tierrechtsforen, Diskussionsseiten und Facebook. Gefälschte Homepages tauchten auf. Müllen geht davon aus, dass die von ihm angegriffenen Firmen mit gut ausgestattetem Budget gegen ihn vorgehen. Er erstattete Anzeige. Doch die meisten Spuren verloren sich. In der Ukraine, den Philippinen oder sonst wo auf der Welt. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein. Ich arbeite seit 20 Jahren im Tierschutz und ich habe schon eine Menge erlebt. Ich wurde auch schon mal von einem Staat angegriffen. Ungarn hat schon mal eine Kampagne gegen mich geführt, wegen meiner Stopfleberaktivitäten, dass ich da gegen diese Grausamkeiten gekämpft habe. Aber als ich dann diese technische Präzision und diese perfide Taktik, so dass sich das erstmal überall verbreitet, wie so ein Virus im ganzen Internet und plötzlich eigene Pressemitteilungen, eigene Homepages, die aber nicht von einem selber stammen, also Identitätsdiebstahl, das war schon ein ganz schöner Schock. Also da war ich auch nicht unbedingt drauf gefasst und ich bin ziemlich hart gesotten. Diese Kampagne, das war ja jetzt nicht eine Impulshandlung, die war generalstabsmäßig geplant in ganz vielen kleinen Schritten. Also das war genau orchestriert, um uns sozusagen maximal in die Ecke zu drängen, um Medien gegen uns aufzubringen, um unsere wenigen Spender, die wir damals hatten, abtrünnig zu machen. Und sowas in der Qualität und Präzision hat es bis dahin auch gegen eine NGO in Deutschland nicht gegeben. Zurück bei der Shitstorm-Simulation. Die Verteidigergruppe ist überfordert. Die Facebook-Seite des fingierten Unternehmens quillt über, weil die Angreifer immer mehr Unterstützer gewinnen. Schimmel ist ja wohl das kleinste Problem, Leute. Was ist mit den Kühen schon mal daran gedacht? Kuh gleich Tierquäler. Also hier werden wir irgendwie direkt als Tierquäler beschimpft. Wer Fleisch isst, isst auch kleine Kinder. Es hat alles nichts mit Joghurt zu tun. Kann man sowas generell löschen oder gar nicht drauf eingehen, oder? Ich lache mich tot. Wer von euch möchte jedes Jahr zwangsbefruchtet werden, nur um produktiv zu sein? Das ist etwas, was den Shitstorm ja ausmacht, dass es im Grunde genommen sehr, sehr simpel beginnt. Es gibt Kritik an einem Produkt und plötzlich entwickelt sich da ganz viel mehr draus. Und es gibt ganz viele Gruppen, die plötzlich mit aufspringen, wie jetzt in dem Fall eine vegane Organisation, die das als Basis nimmt, um Kritik an einem ganzen System oder an einer ganzen Branche zu üben. Das heißt, wir haben es hinterher gar nicht mehr mit dem Kern-Ursprungsproblem zu tun, sondern mit einem sehr, sehr emotionalen Tsunami, der über das Unternehmen hineinbricht, weil sich diese Dinge verselbstständigen. Und wenn ich das am Anfang nicht kontrollieren kann, dann habe ich hinterher kaum mehr eine Möglichkeit, das wieder zurückzuholen und die Kontrolle wieder zu gewinnen. Die Masse an Beschimpfungen suggeriert eine Mehrheit, die es so gar nicht gibt. Sie wird von wenigen losgetreten, von Communities weiter verbreitet. Die Mehrheit aber ist es nicht. Auf www.stopptkuh.de könnt ihr jetzt bei einer Petition mitmachen, um diesen Scheißladen dicht zu machen. Macht alle mit. Dann haben Sie das Gefühl, dass Sie irgendwie denen was entgegenzusetzen haben, was die in irgendeiner Form
beschwichtigen könnte. Wenn ich auf unsere Seite schaue, habe ich eher das Gefühl, das ist gar nicht mal unsere Seite. Das ist jetzt einfach nur eine Plattform geworden für Veganer, die einfach sehr krass ihre Meinung äußern. Den werden Sie es um Himmels Willen nicht recht machen können. Sie werden kein Argument finden, um jemanden, der kein Fleisch isst, davon zu überzeugen, dass er plötzlich Fleisch essen soll, wie auch immer. Es ist Ihr Kanal, es ist Ihre Party. Die große Gefahr im Shitstorm ist, dass hier einfach Existenzen auf dem Spiel stehen. Das heißt, Ihr Arbeitsplatz ist gefährdet, Umsatzzahlen brechen ein. Das kann für ein Unternehmen lebensbedrohlich sein, eine solche Situation. Von der Simulation in die Realität und an einen Ort, an dem man auch mit schwierigen Usern im Netz zu tun hat. Der Online-Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Die Häme und der Hass auf den Kommentarseiten der Nachrichtenportale sind zunehmend ein Problem für die Redaktionen. Immer mehr beschränken oder schließen deshalb diese Funktion. Bei der Süddeutschen Zeitung in München trafen früher täglich bis zu 2000 Kommentare ein, die alle gesichtet werden mussten. Julia Böhnisch ist stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Online und seit 2007 in der Redaktion. Eigentlich ist unser Ansatz, dass auch jeder, der sich mit einem Anliegen an uns wendet, eine Antwort bekommt. Das heißt, ich würde schätzen, dass wir tatsächlich etwa 95% aller Mails oder Nachrichten an uns auch beantworten. Auch die negativen und auch solche, wo man eigentlich sagen würde, das ist jetzt gefühlt, für mich ist da schon eine Grenze überschritten. Der Ton ist nicht mehr in Ordnung, die Argumente sind alles andere als sachlich, ich werde vielleicht auch beschimpft. Auch auf solche Mails reagieren wir durchaus und wir stellen dann fest, dass die Leserbriefschreiber oder E-Mail-Schreiber dann ganz überrascht sind, dass sie eine Reaktion bekommen, weil denen offenbar gar nicht klar ist, dass da wirklich am anderen Ende dieser Kette echte Menschen sitzen, die das lesen und die, in denen das ja auch irgendwas auslöst, wenn sie so beschimpft werden. Trolle hatten wir auch bei uns. User, die ganz bewusst aus sich vorgenommen haben, die Diskussionskultur bei uns eigentlich zu zerstören, kaputt zu machen und auch andere User daran zu hindern, an einer Debatte teilzunehmen, uns zu beschimpfen und einfach die Kommunikation im Internet lahmzulegen. Wir haben dann natürlich versucht, erst mit den Leuten zu reden, warum wir solche Verhaltensweisen nicht wollen. Wir sind dann auch dazu übergegangen, diese Leute zu sperren oder einzelne Artikel oder Themen von Debatten auszunehmen. Diese Möglichkeit hatten wir früher. Wir haben aber dann festgestellt, dass wenn wir gesagt haben, wir machen jetzt den Artikel über Israel, den schließen wir, darunter findet keine Diskussion mehr statt, dass die Meute einfach weitergezogen ist und wir dann nach einer Stunde mitbekommen haben, hups, die finden sich jetzt alle unter einem Text zur zweiten Bundesliga, diskutieren aber nicht über Fußball, sondern führen die Debatte von vorhin weiter und natürlich dann dort auch in einem Tonfall, der einfach nicht mehr in Ordnung ist. Bei bestimmten Themen ist es vorab schon klar, dass die Netzdebatte ausartet. Doch oft geht es gar nicht um das jeweilige Thema. Die Journalisten selbst geraten ins Schussfeld. Wenn die Leute mein Gesicht sehen, dann ist es oft auch viel leichter, mich persönlich anzugreifen, haben wir festgestellt. Und dann geht es überhaupt nicht mehr um den Text, den ich schreibe, sondern ob dem Leser meine Nase passt. Und das ist dann gerade bei jungen Kolleginnen sehr persönlich wird, sexistisch, frauenfeindlich oder auch bei Kollegen, die einen nicht deutsch klingenden Namen haben, natürlich gleich in die ausländerfeindliche Schiene geht. Und die haben dann viel stärker drunter zu leiden als jemand, der Max Mustermann, Christian Schmidt oder Michael Müller heißt. 2012 entschied der Verlag, dass er nur mehr einige wenige Themen zur moderierten Diskussion bereitstellt. Die schlimmen Zeiten der Hasskommentare sind damit fast vorbei. Trolle, die nur provozieren wollen, zogen an andere Orte im Netz. Als wir uns 2012 entschieden haben, unser System eben auf die heutige Art und Weise umzustellen, haben wir eigentlich damit gerechnet, dass es einen kleinen Aufschrei gibt, vor allen Dingen unter unseren langjährigen Diskutanten und Forennutzern. Das hat es erstaunlicherweise aber überhaupt nicht gegeben. Wir hatten eher gegenteilige Reaktionen, dass ganz viele sich bedankt haben, dass wir das System so umgestellt haben, weil eben jetzt ordentliche Diskussionen miteinander möglich sind und sich die Leute eben nicht mehr gegenseitig beschimpfen, die Seite voller Pöbler ist und das Niveau auch einfach deutlich angestiegen ist. Natürlich haben wir jetzt auch einfach weniger Leute, die bei uns diskutieren. Früher zwischen 1.500 und 2.000 Kommentaren. Die Zahl hat natürlich deutlich abgenommen. Der simulierte Shitstorm mit den Studierenden hat die Spitze der Eskalation erreicht. Die Verteidiger, Mitarbeiter eines fiktiven Unternehmens, wissen nicht mehr weiter, resignieren.
Wie sollen wir damit umgehen? Also ignorieren können wir es nicht. Nein, ignorieren können wir es nicht, aber es ist ja schon etwas haltlos. Also ich meine... Jetzt gerade, finde ich, geht es nochmal eine Stufe höher, weil jetzt geschrieben wird Gammeljoghurt für Flüchtlinge. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt auch gleich nochmal mehr Leute drauf anspringen werden, auf dieses Flüchtlingsthema. Die Angreifer erfüllen ihre unterschiedlichen Rollen als Einzelpersonen, als Gruppe, als Organisation perfekt. Sie applaudieren sich gegenseitig und machen wie im Rausch weiter. Es funktioniert im Spiel wie auch im wahren Leben. Nur kann es dort Menschen schädigen, Existenzen ruinieren. So, ich habe jetzt geschrieben, das ist das, was ihr unter artgerechter Tierhaltung versteht. Super. Und dann diese Totenkälbchen. Als erstes haben wir so ein Schimmeljoghurt-Bild gepostet. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, oh Gott, wie viel da aus mir rauskommt. So als wäre ich der übelste Mensch, der total viel hasst. Was soll das, ihr Arschgeigen? Das steigert sich, man fühlt sich in die Rolle wirklich rein und mit der Zeit ist es so, dass man dann auch zu mehr bereit ist. Ich bin privat eigentlich ein ziemlich normaler, netter Mensch, aber es macht schon so ein bisschen Spaß. Also man denkt es nicht, aber es macht ein bisschen Spaß, einfach loszulassen und irgendwelchen Mist zu schreiben. Also man kann sich das jetzt irgendwie vorstellen, wie so ein Shitstorm wirklich losgeht, weil man merkt, wie einfach das halt irgendwie auch ist. Weil irgendwer fängt an, was zu schreiben und man geht drauf ein und auf einmal sind da so viele Menschen und man fühlt sich da mit denen irgendwie auch verbunden und hat irgendwie was mit denen gemeinsam. Und dann kann man sich das schon vorstellen, wie sowas so schnell ausarten kann im Internet. Man ist zu mehr fähig, glaube ich, als wenn man das jetzt eigentlich, als wenn man gedacht hätte. Trolle auf Zeit, die Spaß an der Provokation haben. Das Gegenstück in der Realität, Trolle gegen Geld. In der Redaktion der Süddeutschen Zeitung arbeitet Katrin Kahlweit. Sie ist Korrespondentin für Osteuropa, berichtet auch über die Ukraine. Auf dem Höhepunkt der Ukraine-Krise 2014 zeigte sich, dass es in Russland regelrechte Trollfabriken gibt, in denen Hunderte von Menschen arbeiten. Sie betreiben politische Propaganda, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem sie Tausende von Kommentaren in Online-Foren schreiben, unter Pseudonymen in den sozialen Netzwerken mitdiskutieren, das Netz mit Fehlinformationen, manipulierten Bildern und Pro-Putin-Blog-Einträgen speisen. Die haben früher im Wesentlichen Einfluss genommen auf die interne Debatte in Russland. Also haben sozusagen die russische Opposition versucht anzugreifen. Seit der Ukraine-Krise sind diese Trollfabriken sozusagen außenpolitischer geworden und versuchen, in einen Diskurs einzugreifen, der natürlich im Westen antirussisch geführt wurde, aus Sicht des Kremls. Und weil die Mehrheit, beispielsweise der Deutschen, doch lange und ich denke auch eigentlich immer noch im Grunde die Sanktionen richtig fand, die Krim-Annexion falsch fand, den Maidan befürwortete, hat Russland, das sich da im Nachsehen betrachtete, versucht, eine Art Trendwende herbeizuführen. Diese politische Stimmungsmache führte auch dazu, dass Journalisten im Westen massiven Beschimpfungen ausgesetzt waren, vor allem in E-Mails, aber auch auf Kommentarseiten, Facebook und Twitter. In der Hochphase der Ukraine-Krise im Frühjahr und Sommer 2014 bekam die Journalistin Kahlweit täglich bis zu 100 Hass-E-Mails. Ich muss gestehen, mich hat das kalt erwischt, weil ich das nicht kannte. Plötzlich befand ich mich im Fokus einer Schlammwelle, möchte ich es mal nennen, habe versucht zu verstehen, wer ist das, der mich da angreift, beleidigt, bedroht, mich mit einer Prostituierten vergleicht. Inzwischen ist es soweit, dass ich, um mir Bauchschmerzen zu ersparen, nachdem ich beispielsweise meine Privatadresse aus meiner E-Mail rausgenommen habe, meinem Sohn gesorgt habe, er soll keine Pakete mehr annehmen etc., dass ich inzwischen das meiste nicht mehr lese. Die Zahl der Menschen, die glauben, sie können der Presse und den Journalisten nicht mehr trauen, ist gewachsen. Nicht nur dank der russischen Trolle. Das belastet die Arbeit der Journalisten. Sie treffen auf viel Gegenreaktion, müssen sich permanent verteidigen, stehen unter Druck. Mehr als früher. Obwohl viele Medien in die Qualität der Berichterstattung erheblich investiert haben, wird Journalismus oft pauschal schlecht geredet. Mm-hmm. Yeah. Not getting boring. Okay. Good. Good talking to you.
ist korrektiv, dass die Kollegen sind, dass der politische Diskurs ist, dass auch die tägliche Selbstüberprüfung ist. Das muss ja funktionieren, sonst wäre ich eine schlechte Journalistin. Nur es gibt eben eine Form von Auseinandersetzung, die man gar nicht mehr sachlich führen kann. Und wenn die dann in die persönliche Beleidigung oder eben in dem Vorwurf mündet, dass ich mir alles ausdenken würde, dass ich gekauft würde, dass ich zensiert würde, dass meine Chefredaktion mir vorgibt, was ich zu schreiben hätte, dass ich sozusagen genetisch russenfeindlich wäre, etc., etc. Wie soll ich damit argumentieren? Ich habe in Moskau studiert, ich spreche Russisch, ich bin regelmäßig in der Ukraine, ich habe russische und ukrainische Freunde. Soll ich jetzt anfangen, mich dafür zu rechtfertigen, dass ich meinen Job mache? Der simulierte Shitstorm geht zu Ende. Die emotionale Distanz, die das Internet erzeugt, hat sich auch im Rollenspiel gezeigt. Die Angreifer nehmen die Gegenseite nicht als reale Menschen wahr und machen sich kaum Gedanken über die Folgen ihres Tuns. Ich kann mich noch daran erinnern, dass eine Teilnehmerin gesagt hat, da haben doch schon so viele andere drunter geschrieben, das können wir doch jetzt auch schreiben. Und sie waren so emotional plötzlich von ihren eigenen Kommentaren ergriffen, dass ich plötzlich aus einem ganz einfachen Sachverhalt etwas Riesengroßes mache. Aus einem kleinen Luftzug mache ich einen Orkan. Ja? Und zwar, weil ich das Gefühl habe, ach, mich sieht ja keiner, ich bin anonym unterwegs, ich habe eine Gruppe, in der bin ich auch stark, die anderen pflichten einem bei, ich bekomme eben Likes und Anerkennung dafür, ja, und plötzlich wachse ich über mich selber hinaus irgendwie und ich lasse alles an Wut raus, was ich überhaupt in mir habe, was vielleicht überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. Der gute Ruf des Tierschutzaktivisten Friedrich Mülln sollte systematisch zerstört werden. Die, die dahinter stecken, haben es nicht geschafft. Ich bin aus jetzt über 2 Jahrzehnten Tierschutz hart gesotten. Also ich habe eine Menge erlebt und das ist schon ein Einschnitt, diese Kampagne. Und es gab Momente, wo ich echt so dachte, zum Beispiel Silvester 2013 auf 2014, da saß ich mit meiner Freundin zu Hause und die entdeckte dann diese ganzen Pressemitteilungen von Soko Tierschutz, die aber nicht von Soko Tierschutz stammten. Und da dachte ich schon so, was ist das denn? Und muss das jetzt sein und so weiter? Aber es zeigt doch nur, wenn man sich dann wieder besinnt, wie erfolgreich wir sind. Weil wenn die solche Reaktionen bringen, gegen so eine winzige Organisation wie wir, mit unseren paar Hanseln, dann müssen wir was verdammt richtig machen. Und das motiviert einen dann auch wieder. Vor 3 Jahren erlebte Bianca Echtermeier einen riesengroßen Shitstorm, weil sie eine kurze Glosse über ältere Skateboarder veröffentlichte. Bin ich die Erste, die das lesen darf? Ja, die Erste. Irre. Feuerhunde. Du hast schon ganz schön viel geschrieben. Ja, ich hab schon viel geschrieben. Das Buch ist auch fertig. Das ist nur der Anfang. Der Anfang. Ja, freue ich mich total. Die Journalistin schreibt immer noch. Zuletzt auch einen Roman, in der sie ihre Erfahrungen mit der dunklen Seite des Internets verarbeitet. Ich bin auch stolz darauf, dass mich die Leute nicht untergekriegt haben, dass ich immer noch Journalistin bin, dass ich mich auch wieder Sachen traue. Es ist auch so eine Gratwanderung, weil im Journalismus geht es ja auch manchmal darum, Sachen zuzuspitzen und auch mal eine provokante These zu vertreten. Naja, das stimmt. Ach ja, manchmal wache ich noch nachts davon ja, auf. Ja. Hast du denn Albträume darüber? Oder? So ganz so ausschnittsweise. Die Hauptfigur im Roman ist stark und lässt sich nicht unterkriegen von der Meute im Netz. Skater spielen darin keine Rolle. Haben, wo ich das einfach auch nicht verstehen konnte. Wenn der Hass im Netz ahnungslose Menschen trifft, dann führt dies oft zu irreparablen Schäden. Dorothee Scholz ist Psychologin und betreut Opfer von Shitstorms. Die Verbalattacken im Netz sind definitiv Gewalt. Und zwar schon teilweise massive psychische Gewalt,
die tatsächlich auch seelische Schäden anrichtet, bis hin zu psychischen Erkrankungen. Also was da tatsächlich passiert mit den Menschen, ist nicht zu unterschätzen. Und oft wird ja auch gesagt, körperliche Gewalt ist die massivere Form. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass die mindestens gleichwertig nebeneinander stehen und dass auch Menschen in Studien angeben, dass sie lieber körperliche Gewalt erfahren als psychische Gewalt. Also Menschen, die im Netz gemobbt wurden oder solchen Attacken ausgesetzt waren, haben sich zum Teil auch umgebracht. Das ist ganz schwer zu ertragen, weil letztendlich auch der Kern des Menschen angegriffen wird, also der Selbstwert, die Identität, das wird tatsächlich in Frage gestellt. Verbale Gewalt im Netz löst Angst, Wut und vor allem Hilflosigkeit aus. Die Betroffenen haben das Gefühl, dass sie sich nicht wehren können. Die Aggressoren sind nicht greifbar. Das Mitmachen ist einfach. In der Regel genügen ein paar Mausklicks. Und man muss sein Gesicht nicht zeigen. Das Netz grundsätzlich ist nicht böse, sondern erstmal neutral, aber es beinhaltet Mechanismen, die eine Enthemmung, könnte man sagen, auslösen im sozialen Verhalten. Also das, was normalerweise sich im Alltag nicht geleistet wird, weil es sofort sanktioniert wird von der Umwelt, also massive Beleidigungen, Drohungen, Entwertungen, solche Sachen würden ja in alltäglichen Diskussionen weniger auftauchen, weil das Umfeld sofort etwas sagen würde. Die Simulation des Shitstorms mit den Düsseldorfer Studierenden läuft seit 2 Stunden. Und die Angreifer des fiktiven Unternehmens haben sichtlich Spaß in ihrer Rolle. Im Netz traut sich mancher, was er oder sie sich sonst nicht trauen würde. Hier ist ein richtig schönes, großes Skandalbild. Ja. Ich kommentiere den Post auch mal. Geht gar nicht, was soll das? So viel Zeit. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Die Angreifer bombardieren die Facebook-Seite des Unternehmens. Inzwischen haben sie auch fiktive Gruppen gegründet. Puh-Joghurt, jetzt mit neuer Geschmacksrichtung. Schimmel, jetzt probieren. Soll man auf sowas antworten, oder? Aber vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, mal ein allgemeines Statement abzugeben, bevor das jetzt hier immer mehr wird. Die Verteidiger sind gestresst. Die Simulation eines Shitstorms löst ähnlich... Die Deutsche Bahn, ein Unternehmen, das gerne unter Beschuss genommen wird, ist seit 2011 auf Facebook und Twitter präsent. Ein vielgenutztes Angebot. Bis zu 2000 Posts und Tweets bearbeiten die Mitarbeiter pro Tag. Oft sind es Fragen, die schnell beantwortet werden können. Zur Bahncard, der schnellsten Verbindung oder zum Rezept der Linsensuppe im Speisewagen. Aber nicht immer verhalten sich alle angemessen und respektvoll nach den Benimmregeln des Netzes, der sogenannten Netiquette. Ab und an lassen Leute auch richtig Dampf ab, wenn zum Beispiel ein Zug ausgefallen ist, klar im Winter ist das auch verständlich. Und das lassen wir aber auch bewusst zu. Wir wollen ja auch diese Social-Media-Kanäle so als so eine Art Blitzableiter einsetzen. Also die Leute können wirklich sagen, okay, das hat mir nicht gefallen. Und solange sie sich an unsere Netiquette halten, ist das auch okay. Andreas Fuhrmann, stellvertretender Sprecher Personenverkehr bei der Bahn, betreut das Twitter- und Facebook-Team von Anfang an. Die Mitarbeiter sind geschult im Umgang mit Beschwerden. Wer unter der Gürtellinie postet, fliegt raus. Manchmal aber löst eine einzige Online-Reklamation einen Sturm aus. Im Sommer 2015 beschwerte sich eine Kundin auf der Bahn-Facebook-Seite. Sie wollte eine Frau ohne Fahrkarte auf ihr Ticket als Begleitperson mitnehmen, doch die Schaffnerin lehnte ab. Die Internet-Community schrie auf. Natürlich war das dann entsprechend die Erregung im Netz, weil die Kundin hat das sehr lebhaft auch geschildert und gesagt, wie könnt ihr der armen Dame noch eine Fahrpreisnacherhebung aufbrummen. Und das ist halt der entscheidende Punkt, wir dürfen halt diese Unterschiede nicht machen. Und das zu erklären, das war dann halt die Aufgabe bei der Kolleginnen und Kollegen vom Social-Media-Team. An solchen Themen können sich natürlich dann auch Dialoge anknüpfen, die überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Sachverhalt zu tun haben. Da wird dann teilweise dann jeglicher Bahnärger mit in diese Posts dann reingehängt und damit entfernt sich das halt von dem ursprünglichen Sachverhalt. Auch da gilt einfach, im Rahmen der Netiquette sind solche Sachen auch möglich. Man kann halt Dampf ablassen, aber sollte das darüber hinausgehen, dann löschen wir auch mal einen Post, aber wirklich nur dann, wenn er gegen die Netiquette verstößt. Ob die Erregung im Netz zum Shitstorm oder zum Meinungssturm wird, ist eine Gratwanderung und liegt auch im Auge des Betrachters.
Wenn Verbraucher im Netz professionell mobilisiert werden, können sie auf Missstände hinweisen und Druck auf Konzerne ausüben. Die Umweltorganisation Greenpeace startete 2010 eine internationale Kampagne gegen die Verwendung von Palmöl im KitKat-Schokoriegel des Lebensmittelherstellers Nestlé. Volker Gassner leitet die Abteilung Neue Medien. Der Startschuss für die Kampagne war ein Videospot, der weltweit gleichzeitig auf vielen YouTube-Kanälen online gestellt wurde. Und Druck auf Konzerne ausüben. Die Umweltorganisation Greenpeace startete 2010 eine internationale Kampagne gegen die Verwendung von Palmöl im KitKat-Schokoriegel des Lebensmittelherstellers Nestlé. Volker Gassner leitet die Abteilung Neue Medien. Der Startschuss für die Kampagne war ein Videospot, der weltweit gleichzeitig auf vielen YouTube-Kanälen online gestellt wurde. Wir versuchen hier die Verbindung von dem Schokoriegel KitKat zur Urwaldzerstörung in Indonesien zu zeigen. Er ist sehr zugespitzt mit einer Botschaft, die sehr eindringlich ist. Das Video soll Emotionen erzeugen und die Leute sozusagen dazu bringen, sich bei Nestlé zu beschweren und zu sagen, das wollen wir nicht. Wir haben am Anfang diskutiert, können wir das machen? Können wir diesen Kampagnenspot so zuspitzen? Wir finden ja, das kann man in diesem Fall machen, weil sie müssen die Aufmerksamkeit erreichen. Aber die Fakten müssen stimmen, die Kampagnenbotschaft muss stimmen, damit Druck entsteht und tatsächlich auch eine Veränderung eintritt. Die Internet-Community reagierte mit einem Aufschrei. Das Video wurde innerhalb kurzer Zeit von 60.000 Menschen geklickt. Doch zum Skandal wurde es erst, als Nestlé das Video mit juristischen Mitteln entfernen ließ. Als darauf Greenpeace Deutschland ein weiteres Video ins Web setzte, kaperten die Internet-User auch noch die Facebook-Seite von Nestlé. Das entscheidende Kriterium bei der Nestlé-Kampagne war, dass wir auch einen Plan hatten, wie wir die Leute in die Mobilisierung bringen. Das heißt, wir haben Bilder zur Verfügung gestellt, mit denen man aktiv sein Profilfoto bestücken konnte und dann auf die Facebook-Seiten von Nestlé gehen konnte. Und plötzlich haben sie ein Look and Feel einer Kampagnenseite gehabt, obwohl sie eigentlich auf einer Nestlé-Fanseite waren. Und dadurch war Nestlé sehr überfordert. Sie haben dann über eine Woche ihre Facebook-Seite mit über 750.000 Fans blind geschaltet. Und haben den Druck dadurch eigentlich eher erhöht. Greenpeace verknüpfte die Online-Mobilisierung mit Aktionen auf der Straße. Die Organisation baute vor dem Frankfurter Hauptsitz des Konzerns eine große Videowand auf und bespielte sie live mit Twitter-Kurznachrichten. Der globale Protest im Netz drohte die Marke KitKat nachhaltig zu beschädigen. Nicht damit gerechnet, dass es einen kleinen Aufschrei gibt, vor allen Dingen unter unseren langjährigen Diskutanten und Forennutzern. Das hat es erstaunlicherweise aber überhaupt nicht gegeben. Wir hatten eher gegenteilige Reaktionen, dass ganz viele sich bedankt haben, dass wir das System so umgestellt haben, weil eben jetzt ordentliche Diskussionen miteinander möglich sind und sich die Leute eben nicht mehr gegenseitig beschimpfen, die Seite voller Pöbler ist und das Niveau auch einfach deutlich angestiegen ist. Natürlich haben wir jetzt auch einfach weniger Leute, die bei uns diskutieren. Früher zwischen 1.500 und 2.000 Kommentaren. Die Zahl hat natürlich deutlich abgenommen. Der simulierte Shitstorm mit den Studierenden hat die Spitze der Eskalation erreicht. Die Verteidiger, Mitarbeiter eines fiktiven Unternehmens, wissen nicht mehr weiter, resignieren. Wie sollen wir damit umgehen? Also ignorieren können wir es nicht. Nein, ignorieren können wir es nicht, aber es ist ja schon etwas haltlos. Also ich meine, jetzt gerade, finde ich, geht es noch mal eine Stufe höher, weil jetzt geschrieben wird, Gammeljoghurt für Flüchtlinge. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt auch gleich noch mal mehr Leute drauf anspringen werden, auf dieses Flüchtlingsthema. Die Angreifer erfüllen ihre unterschiedlichen Rollen als Einzelperson, als Gruppe, als Organisation perfekt. Sie applaudieren sich gegenseitig und machen wie im Rausch weiter. Es funktioniert im Spiel wie auch im wahren Leben. Nur kann es dort Menschen schädigen,
Existenzen ruinieren. So, ich habe jetzt geschrieben, das ist das, was ihr unter artgerechter Tierhaltung versteht. Super. Und dann diese Totenkälbchen. Als erstes haben wir so ein Schimmeljoghurt-Bild gepostet. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, oh Gott, wie viel da aus mir rauskommt. So als wäre ich der übelste Mensch, der total viel hasst. Was soll das, ihr Arschgeigen? Das steigert sich. Man fühlt sich in die Rolle wirklich rein. Und mit der Zeit ist es so, dass man dann auch zu mehr bereit ist. Ich bin privat eigentlich ein ziemlich normaler, netter Mensch, aber es macht schon so ein bisschen Spaß. Also man denkt es nicht, aber es macht ein bisschen Spaß, einfach loszulassen und irgendwelchen Mist zu schreien. Also man kann sich das jetzt irgendwie vorstellen, wie so ein Shitstorm wirklich losgeht, weil man merkt, wie einfach das halt irgendwie auch ist. Weil irgendwer fängt an, was zu schreiben und man geht drauf ein und auf einmal sind da so viele Menschen und man fühlt sich da mit denen irgendwie auch verbunden und hat irgendwie was mit denen gemeinsam. Und dann kann man sich das schon vorstellen, wie sowas so schnell ausarten kann im Internet. Man ist zu mehr fähig, glaube ich, als wenn man das jetzt eigentlich, als wenn man gedacht hätte. Trolle auf Zeit, die Spaß an der Provokation haben. Das Gegenstück in der Realität, Trolle gegen Geld. In der Redaktion der Süddeutschen Zeitung arbeitet Katrin Kahlweit. Sie ist Korrespondentin für Osteuropa, berichtet auch über die Ukraine. Geh mal nah ran. Hier sieht man den verstümmelten Schnabel. Wie es bei allen zig 10 Millionen Puten, also 30 Millionen Puten in Deutschland, wird überall der Schnabel abgeschnitten. Man sieht ja, der Oberschnabel ist abgetrennt. Es wird bei den Küken gemacht. Und das ist auch, der Schnabel ist kein Fingernagel. Das ist ein durchblutetes, schmerzempfindliches Organ. Und das ist einfach nur illegal. In Deutschland wird aber millionenfach in jedem Putenbetrieb gemacht. Die Undercover-Recherchen von Soko Tierschutz bringen Missstände ans Tageslicht. Einige Geflügelmastställe mussten nach der Veröffentlichung solcher Aufnahmen schließen. Müllen macht sich mächtige Feinde. Die wiegen jetzt so um die 18 Kilogramm. Und vor 3 Monaten haben die noch ein paar Gramm gewogen. Nehmen jeden Tag teilweise 200, 300 Gramm zu. Das muss man sich mal vorstellen bei so einem kleinen Tier. Diese Arbeit und natürlich all dem, was daraus folgt, dass wir diese Informationen sehr sauber und journalistisch korrekt verwerten und dann auf eine professionelle Art und Weise an die Öffentlichkeit bringen, deswegen hassen uns diese Leute wie die Pest. Jeder Lobbyist, der sich mit ihnen an den Tisch setzt, jeder Tierschutzbonze ist denen lieb. Aber so Leute wie wir, die halt da bei Nacht und Nebel auch mal hingehen und einfach schauen, wie sieht die Realität aus und das dann allen Menschen zeigen, die wollen die, und solche Leute wollen die loswerden, ist ganz klar. Friedrich Müllen hat vor 3 Jahren den Verein Soko Tierschutz gegründet. Seit einem Jahr wird er systematisch im Internet diffamiert. Seine Person genauso wie seine Tätigkeit. Wenn ich meinen Namen eingebe, würde ich natürlich als erstes mal erwarten, dass meine persönliche Homepage auftaucht, friedrichmüllen.de. Aber momentan kommt auf Platz 1 gleich eine Seite, die mich schwerster Verbrechen bezichtigt, die mich in Misskredit bringen möchte, die Rufmord betreibt. Weitere Seiten folgen gleich auf der ersten Seite bei Google und meine persönliche Homepage findet Google zum Beispiel nicht. Stattdessen werden technisch versiert Anklagen über das Internet verteilt. Friedrich Müllen, ein Steuerbetrüger, Spendenabgreifer, Zuhälter und Lügner. Es begann mit Beschuldigungen auf Tierrechtsforen, Diskussionsseiten und Facebook. Gefälschte Homepages tauchten auf. Soll man auf sowas antworten? Oder? Aber vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, mal ein allgemeines Statement abzugeben, bevor das jetzt hier immer mehr wird. Die Verteidiger sind gestresst. Die Simulation eines Shitstorms löst ähnliche Gefühle aus wie in der Realität. Die Grenzen zwischen Darstellung und Wirklichkeit verschwimmen. Ganz wichtig ist, sie entschuldigen sich die ganze Zeit. Ja? Das heißt, sie nehmen jedes Mal eine Kritik an. So, und nehmen die auch so, wie die formuliert worden ist.
Aber wer weiß, woran es jetzt genau gelegen hat? Wer weiß auch, ganz ehrlich, ich sehe das jetzt nur gerade auf diesem Bild, ob das überhaupt Ihr Joghurt ist, von Ihrer Firma ist. Ja. Schauen Sie, dass Sie nicht sich permanent wiederholt entschuldigen, sonst bewegen Sie sich in einer Entschuldigungsschleife sozusagen. Oh Gott. Schimmel ist ja wohl das kleinste Problem, Leute. Was ist mit den Kühen? Schon mal daran gedacht, Kuh gleich Tierquäler. Jeder, der Fleisch, Joghurt etc. isst, macht sich schuldig, Veganer forever. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Also, Tiermörder. So langsam wünsche ich mir echt die ganzen Bilder mit dem verschimmelten Joghurt zurück. Was ist das denn jetzt? Gott, habt ihr das gesehen, das Video? Das ist echt eklig. Ich weiß überhaupt nicht, wie die so schnell darauf gekommen sind. Wir waren gerade noch bei Schimmel im Joghurt. Man kommt überhaupt nicht hinterher. Es ist einfach so, man möchte ja antworten, man möchte auch vernünftig antworten und sachlich bleiben, aber es überschwemmt einen einfach. Ich kann das nicht mehr beurteilen, was uns da vorgeworfen wird, weil ich stehe gerade nicht im Stall, wo möglicherweise angeblich die Tiere gequält werden. Wie soll man das alles jetzt überhaupt noch eindämmen, weil die sich ja aneinander hochrangeln und es immer wüstere Beschimpfungen und Vorwürfe werden. Von daher... Unternehmen haben Kommunikation und Marketing in den sozialen Medien massiv ausgebaut. Aber hier trifft sie auch der Zorn der Verbraucher sehr direkt. Nach missglückten Werbeanzeigen, falschen Lieferungen, Fehlbuchungen oder Verspätungen. Gerade in den Anfängen der Online-Präsenz waren die Unternehmen damit überfordert. Reagierten falsch oder zu langsam. Die Deutsche Bahn, ein Unternehmen, das gerne unter Beschuss genommen wird, ist seit 2011 auf Facebook und Twitter präsent. Ein vielgenutztes Angebot. Bis zu 2000 Posts und Tweets bearbeiten die Mitarbeiter pro Tag. Oft sind es Fragen, die schnell beantwortet werden können. Zur Bahncard, der schnellsten Verbindung oder zum Rezept der Linsensuppe im Speisewagen. Aber nicht immer verhalten sich alle... Also ignorieren können wir es nicht. Nein, ignorieren können wir es nicht, aber es ist ja schon etwas haltlos. Also ich meine... Jetzt gerade, finde ich, geht es noch mal eine Stufe höher, weil jetzt geschrieben wird Gammeljoghurt für Flüchtlinge. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt auch gleich noch mal mehr Leute drauf anspringen werden, auf dieses Flüchtlingsthema. Die Angreifer erfüllen ihre unterschiedlichen Rollen als Einzelperson, als Gruppe, als Organisation perfekt. Sie applaudieren sich gegenseitig und machen wie im Rausch weiter. Es funktioniert im Spiel wie auch im wahren Leben. Nur kann es dort Menschen schädigen, Existenzen ruinieren. So, ich habe geschrieben, das ist das, was ihr unter artgerechter Tierhaltung versteht. Super. Und dann diese toten Kälbchen. Als erstes haben wir so ein Schimmeljoghurt-Bild gepostet. Und dann habe ich einfach gemerkt, oh Gott, wie viel da aus mir rauskommt. So als wäre ich der übelste Mensch, der total viel hasst. Was soll das, ihr Arschgeigen? Das steigert sich, man fühlt sich in die Rolle wirklich rein und mit der Zeit ist es so, dass man dann auch zu mehr bereit ist. Ich bin privat eigentlich ein ziemlich normaler, netter Mensch, aber es macht schon so ein bisschen Spaß. Also man denkt es nicht, aber es macht ein bisschen Spaß, einfach loszulassen und irgendwelchen Mist zu schreiben. Also man kann sich das jetzt irgendwie vorstellen, wie so ein Shitstorm wirklich losgeht, weil man merkt, wie einfach das halt irgendwie auch ist. Weil irgendwer fängt an, was zu schreiben und man geht drauf ein und auf einmal sind da so viele Menschen und man fühlt sich da mit denen irgendwie auch verbunden und hat irgendwie was mit denen gemeinsam. Und dann kann man sich das schon vorstellen, wie sowas so schnell ausarten kann im Internet. Man ist zu mehr fähig, glaube ich, als wenn man das jetzt eigentlich, als wenn man gedacht hätte. Trolle auf Zeit, die Spaß an der Provokation haben. Das Gegenstück in der Realität, Trolle gegen Geld. In der Redaktion der Süddeutschen Zeitung arbeitet Katrin Karlweit. Sie ist Korrespondentin für Osteuropa, berichtet auch über die Ukraine. Auf dem Höhepunkt der Ukraine-Krise 2014 zeigte sich, dass es in Russland regelrechte Trollfabriken gibt, in denen Hunderte von Menschen arbeiten. Sie betreiben politische Propaganda, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem sie Tausende von Kommentaren in Online-Foren schreiben
unter Pseudonymen in den sozialen Netzwerken mitdiskutieren, das Netz mit Fehlinformationen, manipulierten Bildern und Pro-Putin-Blog-Einträgen speisen. Die haben früher im Wesentlichen Einfluss genommen auf die interne Debatte in Russland, also haben sozusagen die russische Opposition versucht anzugreifen. Seit der Ukraine-Krise sind diese Trollfabriken sozusagen außenpolitischer geworden und versuchen, in einen Diskurs einzugreifen, der natürlich im Westen antirussisch geführt wurde, aus Sicht des Kremls. Und weil die Mehrheit beispielsweise der Das ist nichts, was normal ist. Also das geht über das, was ich vorher kannte, einfach total hinaus. An Echtermeyers Glosse, erwachsene Männer, die Skateboard fahren, steig ab, Mann, entfachte sich ein Shitstorm, wie ihn das deutsche Web noch nicht erlebt hatte. Es kam nicht ein Kommentar, wie normalerweise so in kurzer Zeit wird dann ein Kommentar, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste. Das war wirklich so, es kam wuff, 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 es kamen wirklich 100 Kommentare pro Sekunde, es rasselte auf uns ein. Auf Facebook und Twitter, Kommentarseiten, Blogs und auf eigens geschaffenen Websites hagelte es Beschimpfungen, sexistische Hasskommentare, Morddrohungen und Vergewaltigungsaufrufe. Noch am selben Abend verkauften Online-Shops T-Shirts, Buttons, Tassen und Pullover mit der Aufschrift I love Bianca. Unzählige Fotomontagen wurden gebastelt, um die Journalistin öffentlich niederzumachen. Wenn man auf einmal so im Mittelpunkt steht und so in einem so einem Hassmittelpunkt, das war tatsächlich so, wie man sich vielleicht früher so eine Hexenverfolgung oder sowas vorstellen konnte, dass man auf einmal auf so einem Scheiterhaufen steht und von allen Seiten kommt's an und dann ist es eigentlich auch egal, ob es virtuell ist oder ob es real ist. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schon alleine der Slogan des Artikels lässt daraus vermuten, dass Bianca ein wirkliches Problem mit ihrem Leben und der Männerwelt hat. Ich weiß nicht, vielleicht wurde sie irgendwie früher nicht richtig durchgepoppt oder keine Ahnung. Es ging bei dem Shitstorm darum, mich als ganze Person zu zerstören. Es ging darum, ich sollte meinen Job verlieren, ich sollte mein positives Körperbild verlieren, ich sollte meine Sexualität irgendwie nicht mehr spüren, ich sollte nicht mehr ich sein, ich sollte eine zerstörte Person sein. Und das finde ich das Perverse letztendlich an Shitstorm, dass man eine Person komplett, also im Prinzip töten will. Bianca Echtermeyer brach unter dem psychischen Druck zusammen. Sie traute sich nicht mehr nach Hause und übernachtete bei ihrer Kollegin Julia. Sie musste eine Auszeit nehmen. Auch die Online-Redaktion der Brigitte war mit dem Management des Shitstorms überfordert. Natürlich war die sexuelle Gewalt sehr schlimm, aber wenn ich ehrlich bin, war für mich das Schlimmste, dass Leute dazu aufgerufen haben. Die Verbalattacken im Netz sind definitiv Gewalt und zwar schon teilweise massive psychische Gewalt, die tatsächlich auch seelische Schäden anrichtet, bis hin zu psychischen Erkrankungen. Also was da tatsächlich passiert mit den Menschen, ist nicht zu unterschätzen. Und oft wird ja auch gesagt, körperliche Gewalt ist die massivere Form. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass die mindestens gleichwertig nebeneinander stehen und dass auch Menschen in Studien angeben, dass sie lieber körperliche Gewalt erfahren als psychische Gewalt. Also Menschen, die im Netz gemobbt wurden oder solchen Attacken ausgesetzt waren, haben sich zum Teil auch umgebracht. Das ist ganz schwer zu ertragen, weil letztendlich auch der Kern des Menschen angegriffen wird. Also der Selbstwert, die Identität, das wird tatsächlich in Frage gestellt. Verbale Gewalt im Netz löst Angst, Wut und vor allem Hilflosigkeit aus. Die Betroffenen haben das Gefühl, dass sie sich nicht wehren können. Die Aggressoren sind nicht greifbar. Das Mitmachen ist einfach. In der Regel genügen ein paar Mausklicks. Und man muss sein Gesicht nicht zeigen. Das Netz grundsätzlich ist nicht böse, sondern erstmal neutral, aber es beinhaltet Mechanismen, die eine Enthemmung, könnte man sagen,
auslösen im sozialen Verhalten. Also das, was normalerweise sich im Alltag nicht geleistet wird, weil es sofort sanktioniert wird von der Umwelt, also massive Beleidigungen, Drohungen, Entwertungen, solche Sachen würden ja in alltäglichen Diskussionen weniger auftauchen, weil das Umfeld sofort etwas sagen würde. Die Simulation des Shitstorms mit den Düsseldorfer Studierenden läuft seit 2 Stunden. Und die Angreifer des fiktiven Unternehmens haben sichtlich Spaß in ihrer Rolle. Im Netz traut sich mancher, was er oder sie sich sonst nicht trauen würde. Und hier ist ein richtig schönes, großes Skandalbild. Ich kommentiere den Post auch mal. Geht gar nicht. Was soll das? So viel Zeit. Fragezeichen. Die Angreifer bombardieren die Facebook-Seite des Unternehmens. Inzwischen haben sie auch fiktive Gruppen gegründet. Puh-Joghurt, jetzt mit neuer Geschmacksrichtung. Schimmel, jetzt probieren. Soll man auf sowas antworten, oder? Aber vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, mal ein allgemeines Statement abzugeben, bevor das jetzt hier immer mehr wird. Die Verteidiger sind gestresst. Die Simulation eines Shitstorms löst ähnliche Gefühle aus wie in der Realität. Die Grenzen zwischen Darstellung und Wirklichkeit verschwimmen. Ganz wichtig ist, sie entschuldigen sich die ganze Zeit. Ja? Das heißt, sie nehmen jedes Mal eine Kritik an. So, und nehmen die auch so, wie die formuliert worden ist. Aber wer weiß, woran es jetzt genau gelegen hat. Wer weiß auch, ganz ehrlich, ich sehe das jetzt nur gerade auf diesem Bild, ob das überhaupt ihr Joghurt ist, von ihrer Firma ist. Hat es erstaunlicherweise aber überhaupt nicht gegeben. Wir hatten eher gegenteilige Reaktionen, dass ganz viele sich bedankt haben, dass wir das System so umgestellt haben, weil eben jetzt ordentliche Diskussionen miteinander möglich sind und sich die Leute eben nicht mehr gegenseitig beschimpfen, die Seite voller Pöbler ist und das Niveau auch einfach deutlich angestiegen ist. Natürlich haben wir jetzt auch einfach weniger Leute, die bei uns diskutieren. Früher zwischen 1500 und 2000 Kommentaren. Die Zahl hat natürlich deutlich abgenommen. Der simulierte Shitstorm mit den Studierenden hat die Spitze der Eskalation erreicht. Die Verteidiger, Mitarbeiter eines fiktiven Unternehmens, wissen nicht mehr weiter, resignieren. Wie sollen wir damit umgehen? Also ignorieren können wir es nicht. Nein, ignorieren können wir es nicht, aber es ist ja schon etwas haltlos. Also ich meine... Jetzt gerade, finde ich, geht es noch mal eine Stufe höher, weil jetzt geschrieben wird Gammeljoghurt für Flüchtlinge. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt auch gleich noch mal mehr Leute drauf anspringen werden, auf dieses Flüchtlingsthema. Die Angreifer erfüllen ihre unterschiedlichen Rollen als Einzelperson, als Gruppe, als Organisation perfekt. Sie applaudieren sich gegenseitig und machen wie im Rausch weiter. Es funktioniert im Spiel wie auch im wahren Leben. Nur kann es dort Menschen schädigen, Existenzen ruinieren. So, ich habe jetzt geschrieben, das ist das, was ihr unter artgerechter Tierhaltung versteht. Super. Und dann diese toten Kälbchen. Als erstes haben wir so ein Schimmeljoghurt-Bild gepostet. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, oh Gott, wie viel da aus mir rauskommt. So als wäre ich der übelste Mensch, der total viel hasst. Was soll das, ihr Arschgeigen? Das steigert sich, man fühlt sich in die Rolle wirklich rein und mit der Zeit ist es so, dass man dann auch zu mehr bereit ist. Ich bin privat eigentlich ein ziemlich normaler, netter Mensch, aber es macht schon so ein bisschen Spaß. Also man denkt es nicht, aber es macht ein bisschen Spaß, einfach loszulassen und irgendwelchen Mist zu schreiben. Also man kann sich das jetzt irgendwie vorstellen, wie so ein Shitstorm wirklich losgeht, weil man merkt, wie einfach das halt irgendwie auch ist. Weil irgendwer fängt an, was zu schreiben und man geht drauf ein und auf einmal sind da so viele Menschen und man fühlt sich da mit denen irgendwie auch verbunden und hat irgendwie was mit denen gemeinsam. Und dann kann man sich das schon vorstellen, wie sowas so schnell ausarten kann im Internet. Man ist zu mehr fähig, glaube ich, als wenn man das jetzt eigentlich, als wenn man gedacht hätte. Trolle auf Zeit, die Spaß an der Provokation haben. Das Gegenstück in der Realität, Trolle gegen Geld. In der Redaktion der Süddeutschen Zeitung arbeitet Katrin Kahlweit. Sie ist Korrespondentin für Osteuropa, berichtet auch über die Ukraine. Auf dem Höhepunkt der Ukraine-Krise 2014 zeigte sich, dass es in Russland regelrechte Trollfabriken gibt, in denen Hunderte von